Hallo und herzlich willkommen beim PA Hub. Mein Name ist Andy und in diesem Video möchte ich euch zeigen, was für Grundlagen ihr benötigt, um eure PA einzumessen. Nach meinem ersten Video zum JGV-Event im April haben mich einige Kommentare und Nachrichten erreicht, mit welcher Software ich das gemacht habe und ob ich das ganze Thema mal erklären könnte. Hier sind ein paar Monate vergangen und ich habe mir in der Zeit Gedanken gemacht, wie wir die ganze Sache angehen können. Und da das Thema doch etwas komplexer ist, habe ich mich entschieden, da einen Mehrteiler draus zu machen und das Ganze Step by Step mit euch durchzugehen. Und in diesem ersten Video fangen wir mit den Grundlagen an, wie ihr, ja, von einem Analyzer-Tool oder einer Einmesssoftware wie OpenSoundMeter, Smart etc. von den Basics bis zur Praxis euch durcharbeiten könnt und damit ihr am Ende des Tages mit den Grafiken und mit den Daten aus dem Analyse-Tool eure richtigen Entscheidungen zum Einmessen eurer Anlage treffen könnt. In diesem Sinne, viel Spaß! So, und zwar starten wir heute mit Teil 1, den Grundlagen. Da gehen wir wirklich mal auf die ganz elementaren Sachen ein, wie Frequenz, Schall und Abstrahlung von Lautsprechern, damit wir uns einen guten Überblick verschaffen, was wir denn so im Alltag benötigen, um ein besseres Verständnis dafür zu kriegen, das Analyse-Tool auch zu verstehen, weil das Analyse-Tool ist am Ende des Tages nur ein Werkzeug. Wenn ihr mit dem Werkzeug nicht richtig umgehen könnt und die Sachen nicht richtig interpretieren könnt, dann hilft euch das beste Werkzeug am Ende des Tages nichts und von daher starten wir damit heute. Die anderen Teile sind noch teilweise praktisch, teilweise theoretischer Natur. Ich habe mich dazu entschieden, ein komplettes Video der Phase zu widmen, da das doch eins der, ich sag mal, etwas schwer greifbareren Themengebiete im Bereich der Akustik ist. Und im dritten Teil beschäftigen uns wir mal so ein bisschen damit, welche Hardware brauche ich eigentlich, was kann man empfehlen, was braucht man nicht und was muss man eigentlich ausgeben, um mit sowas anfangen zu können. Und beschäftigen uns danach dann in Teil 4 mit der Software. Ich mache das Ganze anhand von OpenSoundMeter, einfach aus dem Grund. Ich glaube, viele, die diesen Kanal gucken, damit erstmal starten wollen und jetzt noch nicht eine Lizenz für 1000 Euro kaufen wollen und OpenSoundMeter tatsächlich sehr, sehr viele professionelle und gute Features schon bietet. Und im letzten Teil werden wir uns dann mit dem praktischen Vorgehen beschäftigen. Wie geht man da an eine Anlage dran? Wie kann man Presets erstellen? Und genau, alles, was es so benötigt. In diesem Sinne würde ich sagen, auch wenn es theoretisch wird, lasst uns starten. Ja, wenn wir davon sprechen, was man eigentlich mal an Grundlagen erstmal braucht, dann ist die erste Frage, was hören wir eigentlich? Also, was ist eigentlich unser Audiobereich? Und der erstreckt sich tatsächlich im Bass von 20 Hertz bis hin zu 20 Kilohertz. Das ist so die Definition oder der Definitionsbereich. Und dieses Spektrum, was es gibt, ist eigentlich gegeben, wenn man so 16, 17, 18 Jahre alt ist. Danach nimmt das auch schon fast wieder ab, das Gehör. Also es nimmt im Alter einfach in beide Richtungen ab. Die meisten Zuschauer meines Kanals, wie Google mir zumindest gesagt hat, sind so um die 30. Bei uns, es trifft auch auf mich zu, wir hören halt schon einen deutlich eingeschränkteren Bereich, so zwischen 30 und 18.000 Hertz oder 18 Kilohertz. Und der nimmt halt immer noch weiter ab. Wobei der Hochtonbereich von oben immer ein bisschen weiter abnimmt als der im Bassbereich. Das muss man einfach wissen für die kommenden Kapitel, dass wir so einen gewissen Bereich haben, in dem wir hören können und je nachdem, was für ein Publikum man auch hat, vielleicht auch hier und da mal ein bisschen die Kirche im Dorf lässt, dass man nicht die 20 Kilohertz noch anstrebt. So, wenn wir jetzt hier von Schallwahrnehmung sprechen, also das, was wir aus den Lautsprechern oder auch jeden Tag in unserer Umgebung hören, dann ist das am Ende des Tages eine Aneinanderreihung von verschiedenen Frequenzen, die wir als Schall oder Töne wahrnehmen. Und jede Frequenz ist dabei bestimmt oder definiert durch ihre Periodendauer und durch ihre Wellenlänge, die sie dabei durchläuft. Und die wird halt in Sekunden gemessen. Das heißt, wie wir hier schon sehen, ist ein Durchgang in den positiven Bereich nach oben der Amplitude, also maximale Spitzenwert oder Peakwert in der Lautheit, bis einmal wieder in den Negativbereich, also einmal quasi das S durchlaufen, bis sie wieder anfängt. Das ist dann eine Schwingung und diese Zeit, diese Perioden da, dieses Intervall wird in Sekunden angegeben. Und davon gibt es halt bei allen Frequenzen eine fest definierte Zeit.
So braucht zum Beispiel der bekannte und berüchtigte 1000 Hertz-Ton als Referenzfrequenz tatsächlich eine Millisekunde für eine komplette Schwingung und ist dabei 34 Zentimeter lang. Also diese beiden Werte sind nur für die 1000 Hertz zuzuordnen. Wenn wir über das Thema Schall sprechen, dann müssen wir auch über das Thema Schallgeschwindigkeit sprechen. Viele denken da direkt an, deswegen habe ich einen Düsenjet an der Seite eingebaut, die Schallmauer durchbrechen. Tatsächlich passiert das ziemlich genau bei der definierten Schallgeschwindigkeit, die bei 0 Grad Celsius 331,3 Meter pro Sekunde liegt, also ganz schön schnell. Und wenn wir jetzt überlegen wollen, wie schnell der Schall, also die Töne und Frequenzen an unserem Ohr ankommen, dann können wir uns da immer eine Formel in Abhängigkeit der Raumtemperatur oder der Außentemperatur zunutze machen. Und zwar liegt die in Abhängigkeit der Temperatur bei C0, also unserem Referenzpunkt. Die Formel dafür habe ich euch mal eingeblendet. Und zwar ist die Schallgeschwindigkeit in Abhängigkeit der Temperatur, also bei einer bestimmten Temperatur, von dem Referenzwert C0 aus abhängig. Und je nachdem, ob es wärmer oder kälter als 0 Grad ist, wird der Schall bei zunehmender Temperatur, also wenn es wärmer wird, schneller. Das heißt, pro Grad Erwärmung, die wir haben, Indoor oder Outdoor, legt der Schall in einer Sekunde 60 Zentimeter oder 0,6 Meter mehr zurück. Wenn es dabei in die Minusgrade reingeht, dann wird er um 60 Zentimeter pro Sekunde langsamer. Setzt man das jetzt zum Beispiel für eine Raumtemperatur von 20 Grad ein in die Formel unten, dann kommen da am Ende des Tages die bekannten 343 Meter pro Sekunde raus, mit denen viele immer rechnen. Müsst ihr aber dann, je nachdem, was für einen Ort ihr habt und Umgebung, immer ein bisschen berücksichtigen. Gerade für eure Delay-Lines etc. ist das elementar, hier nochmal ein bisschen drauf zu schauen. Wenn ihr auf die Tabelle guckt, seht ihr, das sind schon relativ große Unterschiede. Ob ihr jetzt im Winter ein Event macht oder im Sommer bei 30 Grad, liegen da auch mal eben 18 Meter pro Sekunde dazwischen. Das ist schon eine ganz gute Distanz. Meistens werden wir aber mit diesen 20 Grad rechnen als Bezugspunkt. Das heißt, wir gehen von hier aus und dann wisst ihr, jedes Grad, was drüber hinausgeht, dann rechnet ihr einfach 0,6 Meter drauf. Oder wenn es ein bisschen kühler ist, dann geht ihr 0,6 Meter wieder runter pro Grad. Genau, das sind also halt Werte, die kann man sich ganz gut merken und mit denen rechnet man einfach ganz entspannt weiter. Ich hatte ja eben schon eingangs erwähnt, dass bei 1000 Hertz wir eine Wellenlänge von 34 Zentimetern haben und diese Periodendauer eine Millisekunde ist. Bei der Wellenlänge aller Frequenzen gibt es zwei einfache Grundregeln. Und zwar sagt die erste, dass eine Halbierung der Frequenz gleich die doppelte Periodendauer ist und damit auch die doppelte Wellenlänge. Das heißt, wenn ihr einen Bezugswert habt, wie zum Beispiel 1000 Hertz, könnt ihr von dort aus relativ einfach rauf und runter rechnen. Und zwar, wenn ihr jetzt das Ganze halbiert, also halbe Frequenz wäre dann im Falle 500 Hertz, würde sich die Periodendauer von einer Millisekunde auf 2 Millisekunden verlängern. Und genauso würde sich die Wellenlänge verdoppeln. Also das wird alles ein bisschen länger, könnte man sagen. Je bassiger, umso länger wird es, umso höher, umso kürzer wird es. So kann man sich das auch merken in den beiden Richtungen. Und das habe ich jetzt einfach mal für 1500 und 250 Hertz gemacht. Und ihr seht, ihr seid bei 250 schon bei 4 Millisekunden und 1,36 Meter. Wenn ihr das Ganze nochmal runterbrechen würdet auf 125, dann wärt ihr schon bei 8 Millisekunden und bei 2,72 Meter und so weiter und so fort. Also wir rechnen immer hier von einem Durchlauf. So, deswegen mit diesen beiden Regeln, auch mit Verdopplung der Frequenz gleich halbe Periodendauer und halbe Wellenlänge, könnt ihr euch mit wenigen Bezugspunkten einen guten Überblick verschaffen, wie lang Periodendauern und Wellenlängen sind. Dazu habe ich euch hier eine kleine Übersicht gemacht, was man sich merken sollte. Und zwar gibt es hier zwei Extremer. Das ist einmal der definierte Audiobereich von 20 Hertz im Bass bis 20 Kilohertz. Und hier sehen wir, sind ein paar Faktoren dazwischen. Und zwar ist das ja schon Faktor 1000, der hier zwischen liegt. So ist die Wellenlänge bei 20 Hertz 17 Meter lang, also ein Sinusdurchlauf. Und bei 20 Kilohertz, also im absoluten Hochton, der noch wahrnehmbar ist, sind wir bei 1,7 Zentimeter. Und wenn ihr euch die kleine Tabelle dazu anguckt, merke ich mir immer drei Werte, von denen ich aus dann immer rauf und runter rechne. Und zwar sind das 100 Hertz, 1000 Hertz und 10.000 Hertz oder 10 Kilohertz.
und merke mir dann dort die drei Werte 3,4, 0,34 Meter und 0,034 Meter. Warum habe ich das hier so provokant reingeschrieben? Dazu kommen wir gleich noch. Man muss nicht, natürlich nicht immer nur in Metern rechnen, wir können das Ganze auch in Zentimetern und Dezimetern umrechnen. Und dort gehen wir mit der Periodendauer von 10 Millisekunden, 1 Millisekunde und 0,1 Millisekunden, also immer mit 10er Potenzen. Das heißt, im Frequenzbereich geht ihr mit Faktor 10 durch diese Tabelle und bei der Periodendauer geht ihr quasi mit dem Gegenteil, also geteilt durch 10. Periodendauer wird kürzer, Frequenz wird höher. So, also wenn ihr diese kleine Tabelle irgendwo mal verinnerlicht habt, dann könnt ihr relativ schnell im Kopf einiges mit diesen beiden Grundregeln durchrechnen und euch einen guten Überblick verschaffen. Ihr habt euch vielleicht schon gefragt, während der letzten Minuten, wofür die ganzen Zahlen, wofür die Frequenzen, die Laufzeiten und auch die Wellenlängen. Denn insbesondere die Wellenlängen sind fürs Messen ziemlich wichtig, denn die abgestrahlten Frequenzen von eurem Lautsprecher oder von jeder Schallquelle beeinflusst maßgeblich das Abstrahlverhalten von diesen. Dabei ist es relativ egal, ob das ein Point Source, also Zwei-Wege-Lautsprecher, Top ist, ein Line Array oder ein Subwoofer Array, denn die Breite und der Durchmesser eures Chassis ist am Ende des Tages dafür verantwortlich, wie euer Lautsprecher abstrahlt. Und das müsst ihr, wenn ihr mit solchen Sachen arbeitet, immer im Hinterkopf behalten, weil damit ihr beim Messen auch wisst, wie ihr gewisse Werte einzuordnen habt. Dazu kommen wir in der Praxis aber noch. Das heißt, wenn ihr eine 10-Zoll-Box seht, dann wisst ihr, okay, das sind ungefähr 25 cm Gehäusebreite, vielleicht auch 30, einfach mal messen. Und ab dort fängt der Lautsprecher auch an, schon zu bündeln. Also strahlt nicht mehr kugelförmig ab, wie ein Bass, sondern richtet immer mehr. Dazu habe ich eine Grafik auf der nächsten Seite gemacht, um das Ganze ein bisschen übersichtlicher zu gestalten. Und zwar lässt sich sagen, dass die Abstrahlung von Lautsprechern so definiert ist, dass je kleiner die Schallquelle ist, desto schneller nähert sich ihr Abstrahlverhalten mit abnehmender Frequenz einer kugelförmigen Ausbreitung an. Hohe Frequenzen werden gerichtet abgestrahlt, während tiefe Frequenzen kugelförmig verteilt werden. Genau, dabei spielen, wie eben erwähnt, schon die Gehäusegröße und die Größe des Chassis eine entscheidende Rolle. Und ich habe euch hier einfach mal drei typische Chassis aus dem PA-Bereich mit den entsprechenden Größen dazu aufgezeichnet. Klassischen 18 Zöller, ein 6 Zoll Mitteltöner, wie in 2 oder 3 Wege Boxen schon mal ganz gerne eingesetzt wird. Und hier exemplarisch noch einen 1 Zoll Hochtöner. Nicht wundern, das ist jetzt eher hier eine HiFi-Kalotte. Wenn ihr natürlich einen Kompressionstreiber etc. habt, da ist das Abstreifverhalten noch mal ein bisschen anders. Dadurch gegeben, was für ein Hochtonhorn ihr davor habt oder Waveguide. Aber nur um mal zu verdeutlichen, was Durchmesser des Chassis für eine Bedeutung für die Abstrahlung hat. Und zwar habt ihr bei einem 18 Zoll Bass ja, einen Membrandurchmesser von knapp 46 cm. Das würde dann bei einer Wellenlänge von 46 cm in einer Frequenz von 700 Hz entsprechen. Das könnt ihr also auch andersrum rechnen. Wellenlänge zu Hertz und Hertz zu Wellenlänge in beide Richtungen. Und ab dort würde dieser Lautsprecher langsam anfangen zu bündeln und nicht mehr kugelförmig abstrahlen. Bei einem 6 Zöller, der ein bisschen kleiner ist vom Durchmesser, sieht das Ganze schon ein bisschen anders aus. Hier haben wir 16 cm und hier wäre die Bündelung erst ab 2000 Hertz der Fall. Ist halt auch immer so ein bisschen der Grund, warum man Mehrwegeboxen einsetzt, wenn man ein gleichmäßiges Abstreifverhalten in allen Frequenzbereichen realisieren möchte. Und beim Hochtöner fällt das erst bei 15.000 Hertz bzw. bei 15 Kilohertz an mit 2,5 cm Durchmesser. Und so könnt ihr sehen, je nachdem in welchem Bereich ihr messt, welcher Lautsprecher wann anfängt zu bündeln. Da ein 18 Zoll Bass in der Regel nicht bis 700 Hertz hochläuft, zumindest kenne ich keinen, haben wir hier schon keine Probleme. Bei Mittel- und Hochtönern sieht das Thema schon ein bisschen anders aus. So, um euch das mal ein bisschen zu verdeutlichen an der Stelle, habe ich hier mal ein Datenblatt bzw. einen Frequenzgang von einem 4 Zoll Chassis rausgesucht, was ja, ungefähr einen Durchmesser von 10 cm hat. Und diese 10 cm, wenn man das in Wellenlänge umrechnen würde, also im Bereich ab, wo es anfängt zu bündeln, wären ungefähr 3300 Hertz, also schon ein bisschen weiter oben. Und der Frequenzgang hier, der ist halt einmal auf Achse in Blau mit 0 Grad angegeben und einmal auf 45 Grad,
an der Seite. Und wenn ihr dann mal reinguckt, dann könnt ihr ungefähr sehen, da wo jetzt bei mir die türkise Markierung ist, das sind ungefähr die 3300. Da haben wir schon einen ganz guten Pegelabfall von 4-5 dB auf Achse. Und dieses Bündungsverhalten, dass dort die Abstrahlung nicht mehr so kugelförmig ist, die tritt meistens immer so eine Oktave tiefer schon auf. Also könnt ihr ungefähr sehen, eine Oktave ist halt die Hälfte davon. Das wären dann an der Stelle irgendwas um die, ja so grob bei 1650, kann man auch ganz gut sehen hier, eine Oktave tiefer beim Roten, wo es dann langsam anfängt auseinanderzugehen. Bis dahin sind beide deckungsgleich. Also daran könnt ihr bei Lautsprechern eigentlich immer ganz gut gucken, wenn Frequenzgänge vom Hersteller angegeben sind, ab wo die Bündelung dann ja aufhört. Die meisten Lautsprecherhersteller geben in den Datenblättern übrigens immer an, die Bündelung oder das Abstrahlverhalten bei 1000 Hertz, wenn es nicht näher definiert ist oder keine genaueren Datenblätter angegeben sind. Sollte man im Hinterkopf behalten. Und ich wollte euch an der Stelle einfach nur einmal zeigen, wie das Ganze dann in so einem Diagramm aussieht, um das bewerten zu können. Ich habe euch hier nochmal versucht, das ein bisschen sauberer darzustellen, dass ihr immer so eine Grafik habt, woran ihr euch ein bisschen orientieren könnt. Und zwar habt ihr in der Mitte einen Frequenzverlauf. Wie der verläuft, ist jetzt mal egal. Einfach nur, um mal den Frequenzbereich in mehrere Abschnitte logisch zu unterscheiden. Und da seht ihr jetzt nochmal die drei Chassisgrößen. Das ist nur exemplarisch. Dazwischen gibt es natürlich noch 10 Zoll, 8 Zoll, 12 Zoll, 4 Zoll, 3 Zoll. Also die Palette ist ja bei allen Herstellern relativ weit. Aber die Gehäusegröße entspricht natürlich immer so ein bisschen auch dem Chassis-Durchmesser. Und dementsprechend fängt ob dort auch an, das Chassis zu bündeln oder der ganze Lautsprecher. Deswegen werden kleinere Lautsprecher in der Regel auch mit breiter abstrahlenden Hörnern kombiniert. Und wenn ihr größere Boxen habt, 15 Zoll etc., dort werdet ihr kein 100x100 Horn mehr vorfinden, sondern eher irgendwas um die 60x40, um einfach das Abstrahlverhalten von Hochton und Tiefmittelton zu matchen. Deswegen typische Kombination bei einem 6 Zoll Multifunktionstop ist dann irgendwo 100x100, 90x90, damit man einfach ein relativ gerichtetes und kontrolliertes Abstrahlverhalten hinbekommt. Was ich eingangs mal erwähnt hatte, ist, dass man sich diesen Bereich dann in drei Teile aufsplitten kann. Und zwar im Bassbereich rechnet man einfach dann mit Metern, im Mitteltonbereich mit Dezimetern und im Hochton mit Zentimetern bei der Wellenlänge. Einfach so von der Überlegung her. Und für die Lichttechniker unter euch habe ich mir hier den Spaß gemacht, das Ganze mit Scheinwerfern oder mit Lichtquellen abzubilden, wie denn verschiedene Frequenzbereiche abstrahlen oder bündeln. Und im Bassbereich, wie schon eingangs erwähnt, ist es eher eine Kugel. Deswegen haben wir hier so eine LED-Kugel aus dem Deko-Bereich. Die richtet nicht, die leuchtet in alle Richtungen. Während im Mitteltonbereich, so ab, ja, die Grenzen sind da fließend, so ab 150, 200 Hertz es langsam anfängt, so ein bisschen vertikaler, horizontaler abstrahlt, ähnlich wie so ein Washer oder Fluter. Das heißt, ihr habt schon eine gewisse Richtwirkung, während ihr irgendwann bis zum Hochton hin ähnlich einem Point-Spot immer enger werdet. Also während ihr bei 20 kHz im Super-Hochton irgendwann schon in Richtung Laserpointer seid, so eng strahlt das dann irgendwann ab. Und das ist dann zukünftig für die weiteren Kapitel relevant, wie ihr euer Messmikrofon positioniert, um auch zu interpretieren, wo kommen welche Reflexionen her, was ist vom Lautsprecher, was kommt jetzt gerade irgendwo über die Wände oder über die Akustik zurück. Könnt ihr euch jetzt schon überlegen, dass Fehler im Hochton nicht so schnell verziehen werden wie zum Beispiel im Bassbereich oder im unteren Mitteltonbereich. Genau, das waren jetzt erstmal so ein bisschen die Basics für den ersten Teil. Ich hoffe, die Übersicht hat euch ein bisschen geholfen. Und wenn Fragen dazu sind, könnt ihr die gerne auch unten in die Kommentare stellen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn ihr die zukünftigen 4 Kapitel nicht verpassen wollt. Die werden in den nächsten Wochen kommen. Und ansonsten würde ich sagen, erstmal verarbeiten und viel Spaß bei den weiteren Videos. Euer Andi.